Warum? Oh, geil. Das ist noch richtig geil, dass das dann nach Resident Evil 1 kam. Ich will hier nicht alleine hoch. Oh, ein Held, ach ja. Excuse me, sir. Sir. Oh. Wow. Ach nein. Was ist das denn? Ach, jetzt hat er sich den Kopf wieder aufgesetzt. Kann ich hier irgendwas mit dem Molly machen? Wow, jetzt haut er mich auch noch. Au, au. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Wow, was passiert jetzt? Hätte ich das mal früher gewusst. Slow Motion. Chillig, der Typ gefällt mir. Ist das der? Was ist das für einer? Hast du auch so ein komisches Gesicht? Nein, hast du nicht. Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Ja, natürlich. Well, I don't clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. Madenfutter. You just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. Yeah, die verballerte Munition, die wir. If you find anything, give me a call, all right? Aber mir gefällt die HD Edition schon mal. Spielhandbuch. Figurenwechsel. Sie können zwischen der Steuerung der beiden Hauptfiguren Rebecca und Billy umschalten. Nutzen Sie deren unterschiedliche Fähigkeiten, um im Spiel voranzukommen. Die derzeit gesteuerte Figur wird als Hauptfigur bezeichnet. Die andere, die ist die Partnerfigur. Die Partnerfigur bewegt sich im Allgemeinen eigenständig, aber Sie können der Partnerfigur auch selbst steuern. Auch durch die Auswahl von Partner auf den Statusbildschirm können Sie die Partnerfigur Befehle erteilen. Solo, beide Figuren bilden sich unabhängig voneinander. Team, der Partner bewegt sich gemeinsam mit der Hauptfigur. Angriff, der Partner greift automatisch an. Inaktiv, der Partner greift nicht an. Mit Wechseln Sie zwischen Solo und Team Verhalten. Figuren wechseln, drücken Sie auf dem Statusbildschirm Y, um zwischen den Figuren zu wechseln. Sie müssen zwischen den Figuren wechseln, um in bestimmten Situationen voranzukommen. Objekte austauschen. Ist die Partnerfigur in der Nähe, können Sie über den Statusbildschirm Objekte austauschen. Wählen Sie eine Option. Ein Objekt aus dem Objektkasten der Hauptfigur und verwenden Sie den Befehl austauschen. Figurmember alle. Rebecca. Rebecca zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Kann Kräuter mischen. Nice. Kann uns schon mal heilen. Schwache Verteidigung. Schlecht. Kann mit Hilfe eines Mischsets Chemikalien mischen. Figurenmerkmal Billy. Billy ist ein ehemaliger Marine und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Kann keine Kräuter mischen. Wow. Kampfstark. Und kann große Objekte schieben. Angriffe auf die Partnerfigur. Sowohl die Haupt- als auch die Partnerfigur sterben, wenn sie zu viel Schaden nehmen. Daher sollen sie den Schuhschaden der beiden Figuren stets im Auge behalten. Wird ein Partner in einem anderen Raum angegriffen, fordert er per Funk Hilfe.
Sie sollten sich dann so schnell wie möglich zu Ihrem Partner begeben. Zusammenarbeit mit dem Partner. Einige Rätsel könnten sich nicht von einer Figur alleine gelöst werden. Wenn Sie nicht weiterkommen, sollten Sie prüfen, ob Ihr Partner weiterhelfen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. I'll go. So, hier ist ein Notausgang. Ja, klettern wir erstmal die Leiter hoch. Oh, das liebe ich ja. Diese Animation, ich liebe die wie sonst etwas. Oh je. Hier vorne sprinkelt es. Da können wir sie mich noch nirgendwo durch. Das heißt, ich muss jetzt hier in dieses Loch, damit wir in diesen komischen kleinen Raum in den Waggon kommen. Da, genau den. Ich meine, während der Zug fährt. Die Stromkabel wurden herausgerissen. Kabel wieder einstecken. Kann ich das so ohne Probleme? Ja, kann ich. Was ist das denn jetzt hier für eine Flüssigkeit? Alles klar. Flüssigkeiten, warum auch nicht? So, Kräuter. Habe ich das eine Kraut eigentlich schon benutzt? Ah, hier, so sieht der Wechsel aus. Finde ich auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wir haben jetzt einen neuen Schlüssel. Mit einem scharfen Objekt. Der Dienstaufzug steht auf der ersten Etage. Rufen wir mal den. Vielleicht ist ja etwas drinnen. Was mich nicht stören will. Ein. So, den Schlüssel erstmal. Ich frage mich auch gerade. Ja, drücken wir mal den Knopf. Fängt ja schon gut an. Wir haben gerade unseren Partner. Was hat der eigentlich für Munition? Oder was benutzt der Munition? Oh, wir haben auch sogar die Munition. Dann gehen wir jetzt erstmal runter und holen uns den Schlüssel ab. Wo ich gerade überlegen muss, wo hin. Der müsste ja hier direkt am Eingang sein. Ach du Kacke. Aha. Guck mal an. Die Schlüssel, den wir heruntergegeben haben. Jetzt können wir vielleicht hier hochgehen und den von der anderen Seite benutzen. Hoffe ich doch. Die schönen alten Loading Screens. Finde ich gut, dass die es gelassen haben. Hier von der anderen Seite. Naja, dem soll es dann so sein. Was haben wir denn hier? Das ist eine Zugangsklappe. Zum Öffnen braucht sie irgendein Werkzeug. Was für ein Wunder. Ein riesengroßer Kühlschrank. Ach, leck mich. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Also mit ihr kann ich jetzt nichts mehr machen. Gut, gucken, was sagt die Map? Hier kann ich ja nicht weiter. Da ist gleich ein Ausgang. Das heißt, vielleicht kann ich ja zurückgehen. Gehen wir mal zurück. Mal gucken, was dann passiert.
Außer es kommen jetzt hier tausend von Zombies. Wäre ja nicht das erste Mal. Ach man, leck mich doch. Es war jetzt kein Ruf, so komm. Und tschüss. Ach, gute Nacht, mein Freund. Ich hoffe, man muss die nicht so verbrennen wie im ersten Teil, dass die dann aufstehen und einen töten wollen. Was erwartet uns denn hier oben? Klingt schon wieder abartig. Nein, das war jetzt ein falscher Klick. Genau. Was kann ich hier irgendwas? Das sieht aber aus, als könnte ich hier nicht entlang. Sie sehen aus wie Eier. Sie sind von einer Pfütze aus Schleim umgeben. Ich bin mal gespannt, ob es erklärt wird, was das sein soll. Das sieht auch sehr geil aus, muss ich sagen. Dass man hier jetzt so runtergehen kann. Sehr geil. Oh. Bitte bleiben Sie stehen. Hände hoch. In schwarze Errungenschaft freigeschaltet. So, ein Kopfschuss ist nämlich das Optimalste, was man wieder geben kann. Dann können die nicht aufstehen. Hoffe ich. Aber wer weiß, ob die nicht hier einfach so spawnen, wie sie wollen. Kann ich euch nicht sagen. Hallo, bleib schön liegen. Aha, hier können wir rein. Wenn wir den Schlüssel nicht brauchen, finde ich gut, dass das gesagt wird. Denn in den ersten beiden Teilen, also 0 und 1, wird ja nur ein gewisser Platz benötigt. Hier haben wir den Zugplan. So sieht die ganze Map aus. Da können wir noch nicht hin. Da ist dann auch noch später eine kleine Pfütze. Karte mitgenommen. Perfekt. So, nehmen wir die Kräuter auch für Rebecca mit. Doch, für Rebecca Chambers, genau. Und dann, was haben wir denn hier? Notiz des Zugführers. Die Schlüsselkarte für die Fahrerkabine steckt wie üblich in meiner Tasche. Doch ich kann das Ding nur mit dem Schlüssel des anderen Kerls öffnen. Scheinbar habe ich ihn irgendwo verloren. Wäre es ein normaler Schlüssel, würde ich ihn sicher jemand abgeben. Doch es ist anders. Ich suche danach, aber sollten Sie ihn finden, bitte geben Sie ihn zurück. Vielen Dank im Voraus. Aha. Go to travel to the next world. Wieso kann ich das jetzt nicht tragen? Ach, weil ich voll bin. Kann ich das hier ablegen? Und dann kann sie es... Jawohl. Das ist doch schon mal geil. Ja, ich würde das gerne mitnehmen. Ha? Na, mein Ladescreen. Ach nein, verdammt. So. Untersuchen. Scheint verschlossen zu sein. Die zwei Öffnungen sehen aus, als würde ein rundes Objekt reinpassen. Zoomen. Okay. Ist nur die Frage, ob wir das jetzt benötigen. Das ist ein Schalter umlegen, ja. Oh, eine Leiter nach oben. Auch sehr schick. Sie kann hier immer noch nichts machen. Gut. Was machen wir dann? Nehmen wir das Kraut mit oder lassen wir jetzt? Ablegen. Ich lasse das erstmal hier oder gehe ich. Warte mal, wo ist denn unser Safe-Punkt? Dann kann ich das da lieber sammeln. Ist nicht weit weg. Na, wir stellen das da alles mal.
Dann weiß ich wenigstens, wo ich hingehen muss, immer. Außer mich will jetzt irgendeiner von der Seite anpissen. Scheint nicht so. Selten. Selten, dass die mich in Ruhe lassen. Nein, nein. Ist ja schön, dass es ist. So. Ablegen. Ablegen. Ja, das kann hier bleiben. Dann muss ich mich jetzt. Okay. Wo kannst du noch nicht verstehen? Das kannst du jetzt nicht machen. Dann nehmen wir noch das rote Kraut. Wird wahrscheinlich später ein bisschen chaotisch das aufnehmen, aber. Besser als nichts. Und da brauchen wir die Zugangskarte. Und wie er gesagt hatte, braucht man zwei. Hier ist ein Zertifikat gewesen, aber das können wir auch nicht benutzen. Schade. So, droppen wir das jetzt mal eben hier. Ich könnte das jetzt zwar mitnehmen, aber ich weiß nicht, wie viel ich später haben werde. Und Rebecca wird bestimmt nochmal rauskommen. Dann kann die das alles hier kombinieren und so. Oh, fast dann auf die gleiche Tasse. Ah. So, in die Ecke. Nein, na. Fast die falsche Tasse gedrückt zum Swappen und was ist? Ich drücke sie jetzt. Was ist hiermit? Jetzt haben wir nicht, es gibt hier noch ab. Ey. Oh Mann. An die Steuerung muss ich mich erstmal gewöhnen. Ah, guck mal an, jetzt haben wir doch Platz geschaffen. Zwar komischerweise da, wo ich nicht hin wollte, aber. Egal, passt. Jetzt können wir die Leiter da hochgehen. Und gucken, wo uns das hinführt. Müsste theoretisch ins Obergeschoss führen. Leiter hochklettern. Yep. Hier oben jetzt so ein Gesicht. Blah. Ich würde zusammenzucken. Oh, eine schicke Kneipe. Gläser und Flaschen sind überall über die Theke verstreut. Oh. Fuck this shit. Oh no. Nur ein kleines Stück und ich werde sterben. Noch nicht. Gucken, wie lange das noch hält. Hier haben wir schon mal einen Eispickel. Schön. Können wir jetzt zurück schon? Dann kann ich nämlich Rebecca den geben und sie kann sich damit dann befreien. Außer El Hestlon will mir jetzt ins Gesicht treten. Mit Ansage. Hey, nee. Ach, du. Was bist du denn? Ein Skorpion! Alles klar. Ich kämpfe doch jetzt nicht bekloppterweise gegen einen Skorpion. Bin ich bekloppt? Wahrscheinlich komme ich niemals mit der Waffe durch. Was auf meine Karte hier? Da kann ich wieder nicht vorbei. Ach so, das. Warte mal. Was haben wir denn hier drin? Sieht aus, als wäre ich hier ein bisschen sicher. Ein bisschen. Munition. Gerne. Was macht sie so? Gar nichts. Verwundet sein. Kombinieren.